www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, dann möchte ich euch begrüßen zur Spieltagspressekonferenz heute hier im GOP Varieté in Hannover. Freundlich beleuchtet von der zweiten Welle, die übrigens auch wieder am Mittwoch live übertragen wird, das Spiel. Ja, es geht um das siebte Punktspiel von uns und das ist ein Spitzenspiel, denn es spielt der Tabellenvierte gegen den Tabellenzweiten. Und zwar sind das die Recken gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze findet statt in der Swiss Life Hall, wie fast immer. Ja, die Löwen um Gudmundur Gudmundsson haben zuletzt, wie vielleicht einige gesehen haben, gestern beim SC Magdeburg gespielt, und zwar 31-31 unentschieden, und stehen damit jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. Gegen die TSV sind die Rhein-Neckar-Löwen klarer Favorit. Oder siehst du das anders, Christopher? Ja, hallo. Nee, das sehe ich nicht anders. Wer das Spiel gestern gesehen hat, hat gesehen, dass es ein Top-Niveau war, was beide Mannschaften gespielt haben. Das ist eine Riesenaufgabe für uns, am Mittwoch auf diesem Niveau zu spielen. Und von vornherein sind wir der Außenseiter gegen diese mit Stars gespickten Mannschaft, die ja auch von jedem oder auf jeder Position noch jemand hat, der genauso gut da spielen kann. Und deshalb macht denen auch die englischen Wochen nichts aus, weil sie eben auf jeder Position noch wechseln können. Ja, die Löwen sind Champions League-Teilnehmer. Es wird sicherlich ein ganz anderes Spiel als zuletzt gegen Balingen, das ja sehr von der Taktik geprägt war. Vielleicht für euch ein leichteres Spiel? Ja, wenn es denn so wäre, wäre es ja eine ziemliche Überraschung, wenn ein Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen leichter wäre als das gegen Balingen. Das gegen Balingen war schon schwer und das gegen die Rhein-Neckar-Löwen wird eben anders schwer, weil das individuelle Potenzial der Rhein-Neckar-Löwen so groß ist, dass es eben zu viel gibt, was man verteidigen muss. Man muss halt es hinbekommen. muss es hinbekommen, diese gruppentaktischen Sachen da hinzubekommen mit Schmiede und Mürhol, aber Müller auch selber als Persönlichkeit. Aber auch die Halbspieler sind natürlich extrem stark. Pettersson ist wieder dabei. Die Außenspieler sind beides Nationalspieler. Die Torhüter sind überragend. Also da kann man eine Menge aufziehen. Wenn das einfach wird, dann würde es mich schon sehr überraschen. Überraschend einfach natürlich nicht, aber ist es möglich, eine Überraschung zu schaffen, und mit welchen Mitteln können wir das machen? Ja, Überraschung gibt es ja immer wieder. Ich glaube, wenn man den Etat beider Mannschaften sieht, dann weiß man auch, wie schwer das werden wird. Nur möglich ist es immer. Es kommt darauf an, was wir an Leistung abrufen können, aber das wird schon ziemlich schwer, dahin zu kommen, wo die Löwen jetzt schon sind. Wenn, dann müssen wir extrem gut angreifen, weil die Deckung der Löwen wirklich überragend ist, und dazu müssen wir eben diese Individualisten verteidigen. Beides zusammen kann dann bedeuten, dass wir lange im Spiel bleiben, und das ist auch unser Ziel, um am Ende vielleicht vorne zu sein. Wir müssen halt versuchen, das Spiel möglichst lange offen zu halten. Heute bin ich mal Rolf. Gibt es personelle Änderungen im Kader? Torge hat sich so ein bisschen verletzt, das hat man gesehen. Gibt es da irgendwelche Probleme? Nein, Torge hat ja am Ende auch wieder gespielt. Das war, er hat sich nur vertreten, und ich gehe davon aus, dass er am Mittwoch ganz normal wieder spielen wird. Genau wie alle anderen, die am Samstag zum Einsatz gekommen sind. Wir gehen mit voller Truppe in dieses Spiel. Dazu kommt noch Henrik Pollex, der uns wie immer unterstützen wird. Ja, als Spieler möchte ich heute zum Heimspiel Gustav Rüdergaard begrüßen und ihn fragen: Gustav, als Abwehrspezialist verteidigst du im Zentrum der Defensive. Wen hast du am liebsten als Mitspieler neben dir? Also ich spiele sehr gerne mit allen meinen Kollegen. Meistens spiele ich mit Maid oder mit Chaba, manchmal auch mit Juan. Und die drei sind alle kompetente Mitspieler. Mir spielt das eigentlich keine Rolle. Die machen alle ihre Arbeit sehr gut. Machen alle ihren Job. Ja, genau. Wie du auch.
in Abwehr und Angriff. Genau. Wie stark schätzt du die Löwen ein? Wo siehst du da die Stärke, wo du rangehen musst? Die haben natürlich Weltklasse Spieler auf jeder Position. Wer es so sagen, muss jeder verteidigen. Ja. Die haben zwei unglaublich gute Rüben am Linken. Die haben einen super Mittelmann und die haben auch Pettersson jetzt zurück am Rückraum rechts. So, ja, was soll man dazu sagen? Beate am Kreis, gute Außen. Jeder. Hast du als Abwehrspieler irgendwas Besonderes? Zum einen musst du ja den Kreisläufer haben, also Beate Mühlhol zum Beispiel. Ne? Zum anderen musst du auf die Rückraumspieler achten. Gibt es da irgendwie eine Sache, wie du an die Sache rangehst, wie du an die Aufgabe rangehst? Also gegen Beate muss man immer versuchen, clever zu spielen und ihm so wenig Raum als möglich geben. Und gegen die Rückraumlinke, vor allem von Rhein-Neckar, muss man die früh attackieren und man muss die 1 gegen 1 Situation gewinnen. Da sind sie besonders stark. Dori zum Beispiel spielt viel 1 gegen 1. Er geht gerne im Zweikampf, aber wenn du die meisten von den Zweikämpfen gewinnst, dann gewinnst du auch das Spiel im Spiel gegen die. Und das muss man einfach früh und eine gute Distanz finden, wo man steht und wo man attackiert. Jetzt ist ja der Sergej Grobok mit dabei und neu bei den Rhein-Neckar Löwen. Hast du da schon Erkenntnisse? Hast du dir schon was angeguckt, videotechnisch? Da haben wir ja einmal gegen die gespielt in Vorbereitung. Er war auch dabei. Er ist ja ein richtig wurfstarker Spieler. Ganz anders als der Dori. Dori ist mehr ein Zweikampfspieler. Mhm. Habok oder Gorbok oder was sein Name ist. Keine Ahnung, warum das plötzlich gewechselt ist. Ja. Oder ob das zwei verschiedene Spieler ist, weiß ich auch nicht. Kurze Erklärung dazu auch, vielleicht hat jemand das gestern gesehen. Also der Sergej, der hat irgendwie zwei verschiedene Nachnamen. Plötzlich kam ein anderer Nachname auf. Jetzt steht in jedem Fall auf dem Trikot hinten Gorbok drauf. Und so ist er auch eigentlich im Kader gekennzeichnet. Aber früher war das immer Habok. Ja. Also das war ganz komisch. Nee, natürlich kenne ich ihn. Also nicht persönlich, aber als Spieler. Und wie gesagt, das sehr gute Qualität. Ja, wir werden von Christopher dementsprechend darauf vorbereitet. Ja, natürlich. Intensivst. Das ist gut. Dann möchte ich die Presse bitten, Fragen zu stellen. Wie sieht das denn aus? Wie schwer fällt euch das? Oder wie leicht, die Abwehr wieder umzustellen auf das normale System innerhalb von diesen zwei Tagen? Es ist ja eher so, dass man jetzt so etwas Normales zurückgeht, finde ich mindestens, weil Ballingen spielt ja sehr eigenartig. Nicht viele Mannschaften spielen konsequent mit 7 Feldspielern und 3 Kreisläufern. Und Rhein-Neckar spielt dann eher ein bisschen mehr traditionell. Also ich glaube, die Umstellung von Ballingen zu Rhein-Neckar sollte eigentlich ein bisschen einfacher sein als andersrum. Mhm. Obwohl es natürlich auch gegen Rhein-Neckar sehr schwer ist zu verteidigen, weil die so unglaublich viele individuelle Qualitäten besitzt. Hast du dir vielleicht nochmal was Spezielles ausgedacht? Nö, für die Umstellung braucht ihr mir nichts auszudenken, dann müssen wir unser normales System spielen. Es ist natürlich wichtig, dass wir das angepasst an die Bedürfnisse der Rhein-Neckar-Löwen sozusagen spielen, weil natürlich klar ist, dass die extrem viel Wurfkraft aus dem Rückraum haben, da muss man sehr aggressiv sein. Sie haben aber auch einen guten Kreisläufer, insofern muss man sehr kompakt sein und das steht im Zentrum unseres Arbeitens in den nächsten beiden Tagen, dass wir eine kompakte Deckung aufstellen, die wirklich über große Aggressivität kommt. Und das ist anders als gegen Balingen, da mussten wir eben eine Kompaktheit, aber eher defensiv aufstellen. Mhm.
Norbert, jetzt noch eine Frage. Hast du dir gestern Morgen auf Augenzeuge gespielt? Nee, ich habe es mir nicht direkt angeguckt, sondern ich habe das im Fernsehen studiert und habe es natürlich auch schon analysiert. Aber direkt dahin zu fahren, hatte ich mir vorgenommen, aber ich hatte noch zu viel zu tun in der Vorbereitung auf das, was wir jetzt selber noch trainieren und machen müssen. Und wählen muss ich auch noch. Ja, weitere Fragen von eurer Seite. Wie schwer oder leicht fällt euch der Rhythmus jetzt, dass halt nicht so viel Zeit zwischen den Spielen ist? Kommt euch das entgegen? Ist das schwierig? Ich persönlich habe kein großes Problem damit. Ich spiele Handball. Also die Spiele ist halt, was man immer, was heißt das denn? Spiel ist besser als Training. Genau. Also aus meiner Sicht. Natürlich gibt es weniger Zeit, sich auf die neue Aufgabe zu vorbereiten, was natürlich ein Nachteil sein kann. Aber es ist ja auch nicht anders für die Löwen. Aber ich spiele gerne viele Spiele. Also lieber das als diese Periode, wo du 10 Tage hast ohne Spielen. Weil wirklich nur auf nächste intensive Woche warte. Du vergleichst jetzt eine Tabelle oder Leistungsfähigkeit der Mannschaften hier Flensburg, Rhein-Neckar Löwen. Ist die Tabelle derzeit dem Leistungsniveau angemessen? Ja, ich glaube. Reihenfolge her? Ja, es ist immer schwer, eine Tabelle zu beurteilen, wenn nur die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel der Spiele gespielt sind. Im Augenblick haben wir 6 Spiele gespielt. Wenn wir 18 Spiele haben, dann haben wir etwas mehr als die Hälfte. Dann haben wir ja auch nur auswärts oder zu Hause gegen die Mannschaften gespielt und bei den anderen Mannschaften ist es genauso. Also ehrlich gesagt, die Tabelle ist im Augenblick eine Momentaufnahme, die eigentlich keine große Aussage über die Leistungsfähigkeit bringt, weil noch nicht alle Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn die Spitzenmannschaften gegeneinander spielen. Und wenn am Ende dann das noch so ist, dann ist es wohl eben gerecht und richtig. Und ansonsten gucken wir mal, wer da oben am Ende ist. 4-2 ist doch schon ein Spitzenspiel. Das war es ja auch nicht mehr. Ich spiele, das kommt ja jetzt aber demnächst schon demnächst. Wenn man die Tabelle so liest, ich glaube, die Füchse sind Zweiter, die haben, glaube ich, mehr Tore geworfen, also es ist 3-4. Ja, man kann das Spitzenspiel nennen. Im Moment haben wir vielleicht auch 3 Heimspiele ineinander, dadurch kommt das vielleicht dazu, dass wir eben da oben mit dabei sind. Aber ein Spitzenspiel, dass das so etwas wird, dafür müssen wir eine Menge tun. Und das kann man im Vorhinein sagen, aber ich denke, am Mittwoch wird man sehen, ob es eins ist. Weitere Fragen. Vorverkauf? Wie sieht das da aus? Bisher knapp 2300 Karten verkauft. Wir hoffen, dass es sich in den nächsten Tagen noch erheblich verbessert und wir in Richtung 2,8 gehen werden. Vielleicht auch 3000, damit wir eine super Unterstützung von den Rängen haben und dann natürlich auch die Mannschaft zu guten Leistungen fähig ist. Zu guten Leistungen sind sie fähig, aber dann noch zu guten Leistungen gepusht werden. Die anderen, die letzten Spiele waren jetzt jeweils so 2-3 auch tatsächlich? Nein, über 3000. Die ersten beiden Spiele waren über 3000. Okay. Ja, und jetzt das letzte Spiel war dann 2300 bzw. 2254. Ja, okay. Ja, es wird auch wieder eine Sparkassen-Autogrammstunde nach dem Spiel geben und zwar mit Torge Jørgensen und Joachim Bückeroth. Wie schon zu Beginn angedeutet, die zweite Welle wird live übertragen, das Spiel, im Internetradio. Und ansonsten möchte ich noch mal hinweisen auf die HTP-Shop-Eröffnung am 27.09., also am Freitag, werden wir in der Limburgstraße eine Reckenecke in dem HTP-Shop eröffnen.
und dort auch eine Autogrammstunde ab 16.30 Uhr abhalten. Ja, wenn sonst zu organisatorischen Fragen oder sonstigen keine Anmerkungen mehr sind. Kleine Herz bekommt natürlich noch den O-Ton, ne? Das ist kein Problem. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch einen guten Weg in die Redaktion, wie immer. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.